Terrakotta-Armee oder Nicht-Terrakotta-Armee? Das ist hier die Frage. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Civilization 6. Willkommen zurück zu Friedrich Barbarossa und unserem Liedermarathon. Ich freue mich, dass ihr auch wieder da seid und eingeschaltet habt und das Video schaut. So sieht die Spielsituation aus. Für alle, die erst jetzt einschalten, schaut euch ruhig nochmal so grob die ersten Folgen an, damit ihr so ein bisschen im Bilde seid. Wir spielen auf einer 7-Weltmeere-Karte Pangea, ne, 7-Weltmeere-Karte auf dem Schwierigkeitsgrad Gottheit, haben 5 Zivilisationen als Gegner sozusagen, haben hier 3 im Norden mit Mali, mit den Französinnen und auch mit den Brasilianern, im Osten von uns in Indien und dann noch viel, viel weiter im Osten die Georgier. So. Das ist so ein bisschen die politische Situation. Ansonsten seht ihr hier oben, wir sind mit allen, die nördlich von uns gelegenen und sehr nah an uns dran gelegenen, sehr gut befreundet. Auf der anderen Seite haben wir uns die Inder, ich sag mal so ein bisschen ausgesucht für eigene Expansionspläne. Also sprich, wir wollten dann schon noch die ein oder andere Stadt von den Indern haben. Das Ganze haben wir aber auch an. Sag mal, in einer gewissen kontrollierten Offensive vor. Und wie das Spielglück so wollte, haben die Franzosen uns, sind uns die Franzosen zuvorgekommen, haben den Indern Krieg erklärt und haben eine der indischen Städte, die ungefähr hier angesiedelt war, da sieht man es noch, ungefähr hier irgendwo war die angesiedelt, ich glaube so in diesem Bereich, haben sie sozusagen eingenommen und anstatt sie zu übernehmen, haben sie die Stadt vernichtet. Das hat uns wiederum Platz gegeben für neue Siedlungen, denn hier oben war eigentlich alles mehr oder weniger dicht. Und so haben wir die Stadt Ulm gegründet und wollen jetzt auch noch eine weitere Stadt gründen. Der Siedler ist hier schon auf dem Weg. Dahin soll er nämlich gehen und den nochmal ein bisschen Land klauen, den Indern, damit. Und wir sehen, der Krieg der Französinnen gegen Indien ist auch noch nicht vorbei. Patna ist zumindest gerade im Angriff oder steht unter Beschuss, mehr oder weniger. Und um in diesen Krieg einzugreifen, hatten wir uns Folgendes überlegt. Wir wollten unbedingt Weltwunder bauen und haben zum einen das Mausoleum gebaut, was uns zumindest in Magdeburg schon mal ein paar ordentliche Erträge gibt bezüglich der Wasserfelder, die dadurch einfach ein bisschen aufgewertet werden. Und wir hatten den großen Ingenieur Imhotep, der uns sowohl das Mausoleum als auch jetzt als nächstes, und da ist der gute Imhotep jetzt auf dem Weg hin, nämlich hier die Zeus-Statue bauen soll. Wenn wir die zu Ende bauen, kriegen wir ordentlich Einheiten geschenkt. Und um das Ganze noch zu schmücken, und da spannen wir jetzt den Bogen zum Ende der letzten Folge, war es die Frage, was machen wir mit der letzten verbliebenen Ladung von Imhotep? Imhotep hat nämlich noch 2 Aktionen. Und wir könnten diese Aktion eben dafür nutzen, um noch ein weiteres Weltwunder zu bauen. Und da war ich so ein bisschen die Überlegung, was kann man denn bauen? Was ist offen? Und allgemein, was gibt es denn so? Und wir haben uns überlegt, wir könnten die Terrakotta-Armee bauen. Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Ist ein Weltwunder der Klassik. Und es war so ein bisschen offen, machen wir das oder machen wir es nicht? So, was wir dazu brauchen ist, wir brauchen ein Lager. Zumindest. In Magdeburg können wir auch noch ein solches bauen. Warum nur Magdeburg? Ja, ganz einfach. Zum einen haben wir in Mainz schon ein Lager und wir können uns an einem Wüstenfeld leider nicht platzieren. Das wäre natürlich schön gewesen, hätten wir direkt daneben die Terrakotta-Armee platzieren können. Das Problem ist, wir haben hier leider keine Ebenenfelder oder Graslandfelder. Geht also nicht. Schade. Ich habe es ehrlicherweise auch nicht probiert. Keine Ahnung, ob es nicht doch geht. Wenn man aber zum Beispiel in der Zivilopädie geht und dann mal auf die Terrakotta-Armee geht, dann heißt es hier, muss auf flachem Grasland oder Ebene neben einem Lagerzeug gebaut werden. Das heißt, Wüste kommt hier einfach nicht vor. Bedeutet, das sind alles keine Felder, wo wir es bauen können. Dann wollten wir natürlich eine Stadt haben, die relativ schnell, weil Bezirke müssen produziert werden, auch einen ordentlichen Anteil an Produktion hat und die letztendlich auch noch einen Bezirk bauen können. Das Problem zum Beispiel in Aachen ist, hier können wir gar keinen weiteren Bezirk bauen derzeit. Bedeutet, Magdeburg ist unsere auserkorene Stadt. Folgendes: Nun bauen wir gerade den Leuchtturm hier. Aber ich würde sagen, ich finde die Idee mit der Terrakotta-Armee sehr gut. Wir haben natürlich jetzt. Entschuldigung. Ein bisschen leichten Husten. Wir haben natürlich jetzt relativ wenig Einheiten. Wir haben einen Bogenschützen, wir haben 2 Bogenschützen, eine Krieger, 2 Kriegereinheiten. Das heißt 4 Einheiten. Wir bekommen 6 weitere Einheiten durch die Zeusstatue dazu. Und wenn die dann alle noch eine Beförderung bekommen durch die Terrakotta-Armee und wir dann noch die Söldnerkarte freischalten, da sind wir nämlich auf dem Weg dahin,
können wir die auch alle richtig cool noch verbessern. Und dann sehe ich uns auf jeden Fall in der Lage, ein bisschen Druck auf die Inder auszuüben. So, das war so ein bisschen der Plan. Bedeutet, wir machen das mit der Terrakotta-Armee. Ich habe da total Bock drauf. Wir werden also jetzt umschwenken. Wir werden jetzt ein Lager bauen. Und zwar da auf diesem Bananenfeld. Das müssen wir jetzt leider kaufen und wir müssen das auch vernichten. Aber wir ziehen das jetzt durch. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir die Terrakotta-Armee überhaupt bauen können. Bedeutet, Bauwesen reinhauen. Das hat den großartigen Nebeneffekt, dass wir Sägewerke bauen können. Das ist nicht schlecht. Das wird uns sicherlich noch in der einen oder anderen Stadt helfen. Und jetzt geht es darum, welche Wälder bewirtschaften wir. Am besten natürlich die, die ordentlich Produktion bringen. Da ist zum Beispiel das hier, was nicht bewirtschaften wird, sehr, sehr schade ist. 4 Produktionen. Ja, das sieht alles gut aus. Warum? Ja, okay, das wegen dem wissenschaftlichen Feld. Aber das brauchen wir. Wir brauchen, warte mal, 7 Runden. 8, auch 7 Runden. Ja, dann können wir es auch bei der Wissenschaft lassen. Also 7 Runden bis Fertigstellung. Wir könnten das hier wegnehmen, aber ein bisschen Nahrungszuwachs wäre schon nicht verkehrt. Von daher ist das alles okay. Wobei jetzt 2 Nahrung, das geht ja alles viel schneller, ne? Wir sollten das hier nehmen, ne? 6 Runden bis zum Wachstum und 7. Das ist schon besser. Wir nehmen das Feld. Auf den einen Wissenschaftspunkt verzichten wir mal. Bauwesen freischalten, Terrakotta-Armee freischalten, Terrakotta-Armee bauen mit Imhotep. Und die Kaserne dann gleich kaufen, wenn sie fertig ist. So, das ist ein bisschen der Plan. Und dann geht's hoffentlich ab. So, also, Plan ist gefasst. Wir versuchen, die Kaserne mitzubauen. Wir hatten auch schon letztes Mal schon geguckt, die wird auch gar nicht gebaut. Wir können das also in Ruhe machen. Das ist die Frage, wie können wir dazu noch Unterstützung leisten? Wir haben jetzt hier in Aachen, wollten wir hier noch, glaube ich, eine Mine bauen. Also, wir haben noch ein bisschen Handwerkerladungen offen. Wir haben einen Händler, der in Aachen steht. Nein, der ist fertig geworden jetzt, ne? Oh, warte mal. Ich glaube, der sollte nach Ulm, oder? Ulm nach Aachen. Ah, wartet mal. Wir könnten den auch zur Überbrückung. Kriegen wir demnächst noch einen weiteren? Nee, ne? Ja, erstmal nicht. Wir haben jetzt leider erstmal keinen weiteren geplant. Wir haben natürlich den Hafen und den Leuchtturm hier geplant. Warte, da würden wir auch noch einen weiteren bekommen. Ah, die Frage, ob wir es in Magdeburg überhaupt brauchen. Aber Magdeburg würde das schon helfen beim Wachstum, ne? Die neue Stadt dauert noch ein bisschen. Bis wann ist sie gegründet? 3, 4, naja, die ist noch ein bisschen unterwegs, ne? Wir könnten theoretisch jetzt auch einen Weg von Magdeburg nach Aachen machen. Das würde der Stadt auf jeden Fall ein bisschen helfen, was Produktion angeht. Lass uns mal gucken, wie viel das wäre. Magdeburg nochmal. 5 Nahrung, 4 Produktion und 2 Gold. Das ist schon ordentlich, ne? Das wäre schon eine Überlegung, das zu tun. Wir haben vor allem noch Magnus in der Stadt. Ja. Wobei dieser Weg hier eigentlich schon super stark wäre. Auch jetzt für das Einheitenverschicken Richtung Patna. Wir werden wahrscheinlich nur von der Seite angreifen können. Hier kommen wir nur schlecht durch den Fluss. Also hier einen Weg hinzuhaben zur neuen Stadt wäre schon wichtig. Ne, wir lassen das. Das wird auch so klappen. Hier kriegen wir allerdings gleich noch so ein Feld zu. Dann geht alles schneller. Und den Leuchtturm könnten wir auch kaufen. Pass auf, wir machen das anders. Wir schicken den nach Magdeburg. Wir machen das. Also. Entschuldigung. Wir transferieren den nach Magdeburg und machen das da. Dann müssen wir den mal ein Stück nach rechts bewegen. Ne, wir können ihn ja stehen lassen. Der kann sich erstmal weiter ausruhen. Dann wollten wir mit dem Ah, guck mal, hier sind Einheiten. Mit dem noch ein bisschen spähen gehen. Und wir brauchen noch eine weitere Bauprojekt in Aachen. Was können wir denn machen? Stadtmauern bauen ist irgendwie auch alles Quatsch. Wassermühle bringt uns gefühlt gar nichts. Ja, weiteren Siedler ist im Moment Quatsch. Was haben wir denn für Politikkarten drin gerade? Wir können auch Regierungskarten wechseln, sehe ich gerade an. Okay. Das wäre natürlich jetzt die Frage, was wollen wir machen? Die Wunderkarte muss drin bleiben.
Die soll auch bitte drin bleiben, die Lagerkarte. Die Gesandtenkarte kann raus. Da können wir was Neues reinnehmen. Und auch die Handwerkerkarte muss nicht unbedingt drin bleiben. Da könnten wir auch was anderes reinnehmen. Wir könnten auf Einheitenproduktion gehen. Kavallerieabwehreinheiten. Wir wären jetzt super günstig gerade. Das wäre alles sehr, sehr günstig. Wir könnten weitere Handwerker produzieren. Dann müssten wir die Handwerkerkarte drin lassen. Wäre das sinnvoll? Brauchen wir das überhaupt? Also hier oben, da ist alles fertig. Hier Aquädukt, da eventuell noch sind zwei, drei Einheiten hier. Ja, und dann ist es schon weiter hier unten. Vier, fünf. Und hier ist doch auch noch ein Handwerker, der irgendwie fünf Ladungen hatte, oder? Haben wir nicht hier auch noch irgendeinen? Der hat noch vier Aktionen. Also da ist auch noch. Aber Bedarf ist immer eigentlich, ne? Aber wir können auch jetzt Richtung Militär gehen. So, was brauchen wir für militärische Einheiten? Die Frage ist, was bekommen wir, was haben wir? Wir haben zwei Nahkampfeinheiten. Wir bekommen nochmal drei weitere Bogenschützen. Also ich würde sagen, Bogenschützen brauchen wir erstmal keine weiteren. Wir bekommen außerdem eine Belagerungseinheit und wir bekommen drei Kavallerieabwehreinheiten. Eine weitere Nahkampfeinheit, also ein Landsknecht vielleicht sogar schon, zu bauen. Warum nicht? Zwei Runden ist nicht wenig. Wir könnten aber auch mit Belagerungstürmen oder auch Katapulte bauen. Wir kriegen, glaube ich, auch eine Belagerungseinheit durch die Zeusstatue. Das ist halt eine. Ein zweites Katapult wäre schon sehr stark. Was kriegen wir denn freigeschaltet in nächster Zeit? Wir kriegen. Ja, den Belagerungsturm. Der Unterstützung. Wenn sie neben einer Stadt platziert wird, ignorieren, angreifen, Einheiten mauern und greifen direkt die Stadt an. Hier hat keiner was auf Mauern der Renaissance. Ineffektiv gegen urbane Verteidigungen. Okay. Belagerungsturm bringt uns also nur was, wenn Patna zum Beispiel jetzt eine Stadtmauer bauen würde. Die ist noch nicht mal im Bau. Da sehe ich im Moment noch keinen Bedarf. So, das Katapult. Ideal zum Angreifen von Städten, kann sich nicht in derselben Runde fortbewegen und angreifen. Also ein Katapult wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Das wäre eigentlich noch ganz praktisch für weitere Städte hier. Das kriegen wir jetzt zum Beispiel nicht. Ja, lass uns nochmal an Katapult bauen. Das können wir dann vor allem schon in die Richtung schicken. So, Regierungskarte. Also Handwerkerkarte raus. Produktion in allen Städten wäre nicht schlecht. Wir nehmen die Einflusskarte raus. Wir brauchen mal gute Politikkarten im Diplomatiezweig. Einen großen General haben wir auch schon. Schriftsteller brauchen wir nicht. Wissenschaftler ist erstmal weniger wichtig. Einheitenunterhalt für mehr Gold ist auch Quatsch. Ich würde. Wohnraum könnten wir machen. Wir könnten auch sowas hier machen. Produktion für nah, fern, Kavallerieabwehreinheiten. Aber das ist nicht. Das sind nicht Belagerungs-, also ich glaube, den, ich weiß gar nicht, wie die sind, Unterstützungseinheiten, glaube ich. Dann nehmen wir erstmal die Produktion in allen Städten. Wir haben sonst erstmal nichts, was spannender ist. Das hilft auf jeden Fall noch ein bisschen, ne? Für etwaige Bauprojekte etc. Okay. Wenn das der Fall ist und wir durch sind, dann können wir eigentlich weitermachen. Terrakotta-Armee ist in Planung. Läuft alles. Söldnerkarte eingestellt. Gesandten bekommen wir. Wir sind übrigens nicht mehr so zeren. In Hongkong. Das wurde uns versaut. Richtig ärgerlich. Und ansonsten fehlen auch noch Stadtstaaten. Vielleicht entdecken wir auch nochmal den einen oder anderen. Nebenbei wird hier munter missioniert. Da sind wir noch recht entspannt. Es geht Gott sei Dank auch einigermaßen gleichmäßig. Imagine todas as conquistas surpreendentes que as mentes brilhantes da minha nação realizarão. Stellt euch all die fantastischen Dinge vor, die die brillanten Köpfe meiner Nation erreichen werden. Aha. Aha. So. Söldnertum hat Fortschritte gemacht. Das geht halt jetzt deutlich schneller. Das ist sehr schön. Ich würde gerne nochmal hier oben erkunden. Gibt es da kriegerische Auseinandersetzungen? Ah ja, aber einige Einheiten sind auf jeden Fall da von denen. So, dann gehen wir mal auf den großen Ingenieur. Wir müssen einmal, um den zu aktivieren, müssen wir einmal wieder die Zeusstatue bauen. Und dann
Wohlbekomm's. Zollstatue wird gebaut. Apropos Zollstatue. Ich habe hier extra meinen Zettel diesmal endlich bereitgelegt. Gott sei Dank. Auf geht's. Zollstatue wird gebaut. Auf dem Kopf des Gottes saß eine Olivenkrone. In seiner Rechten trug er eine geflügelte Figur des Sieges. Ja, das wäre auch schön, wenn wir diese geflügelte Figur des Sieges bis ins Ziel bringen würden. Um weiter auf der Metaebene, auf der metaphorischen Ebene zu sprechen. Auf dem Kopf des Gottes saß ein... Achso, da sitzt das Gleiche, ne? Samuel Augustus Mitchell. Wir haben die noch gar nicht so häufig gebaut. Aber Freunde! Das ist mal ein kriegerischer Effekt. Jo. Jo, 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 jo. Ein Rambock. Ich glaube, ich habe das noch nie gebaut. Das sieht ja mega krass aus. 113. So, bedeutet, da seht ihr Imhotep. Da hat immer noch eine Aktion frei für die Terrakotta-Armee. Wenn die alle noch Beförderung kriegen, na dann Halleluja. Wir müssen jetzt ein bisschen verteilen, ne? Lass uns mal ein paar der Einheiten verteilen. Also ich würde gerne mal eine Einheit hier hochschicken. Der General darf da gerne stehen bleiben. Eine weitere Einheit kann ja dann da hoch in die Stadt ziehen. Wir verteilen ein bisschen. Ja, hier kann natürlich auch noch eine stehen bleiben. Ach du Heiliger. So, der Rambo kann mal weiterziehen. Ja, das ist ja spaßig hier. Das Katapult ist auch fertig. So, was machen wir denn jetzt hier? Wir müssen die auf jeden Fall erstmal in Magdeburg, erstmal nach Aachen. Was wir aber auf jeden Fall machen müssen, was sehr, sehr sinnvoll wäre, ist folgendes. Ach, siehste, wir wollten nochmal hier hoch. Jetzt sind wir wieder den falschen Weg gelaufen, weil ich das natürlich von der einen Folge zur anderen Folge nicht gecheckt habe. Ach, Mist. Wir müssen das ein bisschen verteilen hier, ne? Und vor allem müssen wir die wegkriegen von diesen, von den Schwemmlandfeldern. Das ist nicht ganz so gesund, wenn die da draufstehen. So erstmal. So für Einheiten erstmal umgehen können. So, drei Zeitalterpunkte gibt es dazu. Davon haben wir jetzt schon inzwischen schon eigentlich genug. Wir können Eisen verkaufen. Wir haben eine gewisse Anzahl an Luxusgütern. Das ist alles okay. Wie sieht es denn aus in unseren Städten? Die sind fast alle zufrieden. Vielleicht kriegen wir nochmal irgendwo ein Luxusgut gekauft. Räucherwerk. Ja. Können wir eigentlich machen, ne? Dann sind wir alle wieder ein bisschen glücklicher. So, Frankreich-Eisen wollen wir nicht. Wir haben Söldner, genau. Produktion wählen. Aachen. So. Also, was haben wir jetzt? Wir haben Katapult. Wir haben einen Rambock. Was macht denn der Rambock eigentlich? Ist der ähnlich gut? Der macht wahrscheinlich auch was gegen Mauern, ne? Unterstützung einer Artikel, wenn sie neben einer Stadt platziert, verfügen angreifende Kavallerie-Abwehreinheiten der Stadtmauer den vollen Schaden zu. Hat keinen Einfluss auf Mauern des Mittelalters und der Renaissance. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Der Rambock funktioniert also gut für unsere Kavallerie-Abwehreinheiten, sollte sich also mit denen bewegen. Das ist okay. Ist durchaus gut zu wissen. Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir nochmal Nahkampfeinheiten. Ne? Wir haben zwei Nahkampfeinheiten. Ich würde sagen, es tut uns keinen Abbruch, mal einen Landsknecht zu machen. Wir haben so viel Eisen. Wir werden das dann auch mal los. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt das Akquädukt können wir weiterbauen. An Militärstärke haben jetzt. Das ist schon sehr spannend. So, dann gehen wir erstmal in die nächste Runde. Wir schicken dann gleich Imhotep von Mainz aus nach Magdeburg und dann, wie gesagt, zum Bau der Terrakotta-Armee.
Müsste sich ja jetzt eigentlich verändern, unsere Kampfstärke. Ich glaube nicht, dass eure Armee Indien bedrohen will, doch ihr solltet sie umgehend zurück sein. Meine Truppen ziehen nur vorbei. Wir haben erstmal keinen... nicht vor, Krieg zu führen. Wir können jetzt Räucherwerk verkaufen. Oder wie sehe ich das jetzt? So, erstmal unseren Siedler weiterschicken. Dann wollen wir ihn hier zurückschicken, damit er dann gleich die Stadt wechseln kann. So, der Bogenschütze dahin. Jetzt haben wir ein bisschen rein. Der Speerkämpfer darüber. Die beiden Einheiten, aber nicht unbedingt. Also ich möchte die ungern auf dem Schwemmlandfeld stehen haben. Der kann da stehen bleiben. Ja. Der Rambo kann mit der Speereinheit hier hin. Lass uns mal den hier zurückziehen. Lass uns das mal so machen. Der Rest ist okay. Ist ja nicht so, dass hier noch ein Katapult jetzt kommt. Handwerker. So, wollen wir da jetzt eine Mine haben oder einen Bauernhof? Ich würde sagen, eher eine Mine, oder? Ich sehe da eher eine Mine. So, das ändert natürlich noch mal ein bisschen was an der Gegebenheit. Ich würde aber trotzdem das Feld lassen und dann das Nass als nächstes bewirtschaften. Das passt schon soweit. In 3 Runden ist das Bauwesen fertig. Unser General bleibt hier. Den brauchen wir gleich noch in der Schlacht. Militärstärke ist übrigens bei 305. Das ist schon ordentlich. Damit kann man schon was anfangen. So, wir können hier vielleicht bauen. Wir können ja auch noch den Sumpf trockenlegen. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und wir haben hier sowieso noch relativ viel freie Fläche, mit der wir noch was unternehmen müssten. Ja, machen wir doch gleich den Bauernhof. Bisschen Nahrung schadet der Mainz-Stadt Mainz bestimmt nicht. Und dann machen wir, glaube ich, erstmal weiter. Und hier ziehen wir mal freundlich nah an Laventa vorbei. Was ist jetzt hier? Ein extra. Wir haben Räucherwerk extra. Okay, wir können Räucherwerk verkaufen. Für teures, nee, für doch besseres Angebot an unsere Freundin Frankreichs. Oder an, nee, ich glaube, wir verkaufen es nach Georgien. Wir kriegen das gleiche Geld und wir dürfen die nicht so stärken. Die macht uns sonst platt mit ihrer Loyalitätsgeschichte. Deswegen dann doch lieber an die Georgier. Wir kriegen das gleiche Geld und die sind super weit weg. Die können uns eigentlich schon fast egal sein. Ich glaube, das ist tatsächlich besser, wenn wir das so machen. Es ist davon abgesehen super spannend, wie sich die KI dann so verhält. Eisen, mehr Wohnraum benötigt. Ein Zeitalterpunkt bekommen wir auch. Für die erste Eiseneinheit. So, jetzt gehen wir mal mit dem Handwerker weiter nach Süden. Nächster Stopp. Ich glaube tatsächlich erstmal die Fischressource hier. In 2 Runden ist das Lager fertig. Das heißt, wir müssen uns dann womöglich... Erstmal reist du in die nächste Stadt, und zwar nach Magdeburg. Müssen wir uns dann Gedanken machen. 61 für die Sumpfrodo. Jawohl. Machen wir. Da kommt das Industriegebiet hin. Mine und Sägewerk sehe ich hier auf jeden Fall gleich noch. Also die Stadt wird auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen besser werden. So, wo ist unser Siedler? Da. Oh, das ist eine Elefanteneinheit. Guck mal an. Genau das. Dafür haben wir die unsere Einheiten gekauft. Ja. Genau dafür haben wir das gemacht. Das funktioniert optimal. So, wir machen weiter. Puh.
Bei 10 Einwohnern können wir den nächsten... Können wir den nächsten... Wir könnten hier noch einen Bauernhof platzieren. Können wir in den nächsten Bürger platzieren. Einen Bauernhof, dann würde die Wassermühle auch was bringen. Wir könnten die bauen. Eine Nahrung und eine Produktion mehr. Zumindest hilft das ein bisschen bei der, beim Nahrungsüberschuss. Ich glaube, ich würde es einfach mal machen. So, in Trier. Ist gebaut. Das Aquädukt. Wunderbar. Der Handelsbezirk ist aufwendig. Wir könnten tatsächlich hier unten noch Handwerker gebrauchen. Wir haben hier noch ein paar Felder, die echt ein bisschen Bedarf haben. So ein Handwerker dauert zwar 7 Runden, wäre aber nicht verkehrt. Weitere Bezirke bauen könnten wir auch, aber im Moment sehe ich nicht. Also theoretisch wären die die beiden nächsten Sachen, aber um das ein bisschen zu stärken, wir könnten die Kupferressource auch anschließen, das wäre nicht schlecht. Die bringt uns ein bisschen was, also ich würde fast sagen, Handwerker hat schon seine Berechtigung. Ja, jetzt geht das hier wieder los, das Spiel. Das macht auch, also das macht auch richtig Spaß. Ach, warte mal, den können wir weiterziehen. Den ziehen wir mal hier hoch. Jetzt aber bitte. Jupp. Ach so, ne, dann lassen wir das stehen. Katapult. Komm, wir müssen wahrscheinlich einmal den Bogenschützen hier rausnehmen, damit das Katapult weiterziehen kann. Logistisch alles nicht so einfach. Genau, du hast einen Auftrag. Du bist auch schon am Start. Jetzt erstmal weiter. Ich bin echt gespannt, ob das klappt. Aber das ist genau der Plan, ne? Die indischen Varus sozusagen plätten. E spendida se non verger. Come delicious. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, dass die Spanisch redet. Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass die Spanisch quatscht. Und also aus Aquitanien, glaube ich, kommt, hat man kein Französisch geredet. Ich weiß es nicht. Das ist aber kein Französisch. Mir kam zu Ohren, dass ihr große Städte entlang unserer gemeinsamen Grenze errichtet habt. Wie ein Garten voller lieblicher Rosen herrlich. Ich mochte sie als Anführerin sehr gerne. Ich habe sie auch sehr gerne gespielt. Wahnsinnig coole Kultur-Siv. Macht sehr, sehr viel Spaß mit ihr zu spielen, wenn man den Kultursieg anstrebt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat sehr viel Spaß gemacht mit Eleonore von Aquitanien. Es soll ja gewisse Fäden geben. So, Peter der Zweite. Wir wollen die Freundschaft verkünden. Wir freuen uns, eure Freundschaftsangebot anzunehmen. Wir uns auch. Er hat auch eine geile Lache. Okay. Mehr Wohnraum benötigt. Ja, das ist überall ein Problem. Flussüberschwemmung oben in Calais. Ja, die Franzosen, das ist mit den Flüssen, das ist schwierig. So, jetzt ist dieser Varu weg. Macht aber gar nichts, denn wir haben eine neue Stadt. Nürnberg ist gegründet und wir werden hier gleich mal eine Garnisonseinheit reinstellen. Und wir werden jetzt mal gucken, wie viel denn die... Rebellion in 12 Runden. Das müssen wir natürlich ein bisschen ausgleichen. Dazu folgendes. Also erstmal haben wir einen Handwerker, der uns Räucherwerk anschließt. Das bedeutet auch gleichzeitig wieder eine Industrie. Die wollen wir natürlich nutzen. Wir wollen aber auch Bezirke bauen. Das erste, was wir bauen können, Staudamm, Aquädukt, wäre alles wichtig, aber auch Campus. Aber ich glaube, das erste, was wir bauen müssen, ist tatsächlich hier am Fluss. Die Stadt ist sowieso super gefährlich. Eigentlich müssen wir das Aquädukt gleich bauen. Hilft denn hier auch dem Industriebezirk weiter hier unten? Also grundsätzlich ist es schon eine sehr, sehr schöne Sache hier. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir es machen bis am besten. Oder wollen wir erst den Campus bauen? Nee, wir bauen erst das Aquädukt. Das zählt auch nicht zum Limit. Wobei Wohnraum haben wir genug am Anfang. Vielleicht müssen wir auch das Monument tatsächlich bauen, wegen der Kultur. Aber das würde ich tatsächlich lieber kaufen. Wegen der Loyalitätsgeschichte. Jetzt ist bloß die Frage. Nächste Runde können wir schon... Was kostet uns eine Kaserne? Das ist jetzt die Frage. Wir müssen das Geld noch ein bisschen zusammenhalten. Staudamm wäre eigentlich der nächste logische Schritt. Können wir noch nicht bauen, dann bauen wir das Aquädukt. Das schadet uns nicht.
Ja, auf jeden Fall dann hier als nächstes die Mine platzieren. Und dann machen wir hier noch das Sägewerk. So, jetzt ist die Frage. Wir schicken den Rambock, glaube ich, tatsächlich mal hier vor. Den Sperrkämpfer schicken wir hier hin. Das ist sozusagen die Garnison hier. Dann haben wir eine Garnison hier und den haben wir auch noch hier. Den müssen wir auch darüber schicken. Wir könnten natürlich auch von der Seite reingehen, aber ich glaube, Patna von der Seite anzugreifen ist deutlich sinnvoller. Lass diesen Fluss bitte nicht überschwemmen. So, und wir können auch die nächste Industrie bauen. Und jetzt wird das die gleiche Frage, die wir hatten, nochmal wichtig. In Mainz und auch in Nürnberg ist jetzt die Möglichkeit, eine Räucherwerkindustrie aufzubauen. Und auch da wieder die Frage, wo machen wir es denn am besten? So, wir kriegen für die Räucherwerkindustrie kriegen wir 25% höhere Glaubenserträge am jeweiligen Standort. Nun, da ihr das Luxusgut Räucherwerk habt, bedeutet, wo produzieren wir grundsätzlich mehr Glauben? Tja, das ist jetzt die Frage. Wir haben in beiden Städten keine heilige Stätte geplant. Jetzt könnten wir natürlich überlegen, ob wir noch woanders Räucherwerk bekommen und es vielleicht sinnvoll ist, damit zu warten. Das ist natürlich sehr spekulativ hier. Das würde ich jetzt erstmal nicht planen. Haben wir noch einen umliegenden Städten? Also schön wäre es, also man muss dazu sagen, richtig perfekt wäre diese Räucherwerkgeschichte eigentlich hier in Ulm. Da werden wir womöglich den meisten Glauben, den höchsten Glaubensertrag haben. Alleine schon, weil wir diese heilige Stätte da bauen wollen. Ansonsten sieht es mit Räucherwerk auch dünn aus. Wir hätten hier unten noch Räucherwerk. Das wird Aachen irgendwann mal erreichen. Aber auch Aachen produziert, glaube ich, wenig Glauben. Nämlich ganze... Warte mal, aber hier ein, ne? Ach so, alleine schon, weil das Räucherwerk da produziert wird, gibt es einen, ne? Ich würde fast sagen, aus Loyalitätsgründen, um vielleicht um die Stadt schneller zu wachsen, schneller zu produzieren, mehr Wachstum zu bekommen, würde ich es dann wahrscheinlich einfach hier machen. Also einfach in Nürnberg. Für die Stadt. Ist wahrscheinlich das Sinnvollste. So, jetzt können wir auf jeden Fall den wieder hier rüber packen. Könnten jetzt schon zu Armbrustschütze machen. Wir warten aber mit der Söldnerkarte. Ich möchte die Söldnerkarte reinnehmen und die beiden Militärkarten gerne reinnehmen. Für Einheitenverbesserung und weniger Ressourcenverbrauch. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, damit ein bisschen zu warten. Landsknecht zieht natürlich. Du kannst schon mal hier auf die Terrakotta-Armee ziehen, mein Freund. Da brauche ich dich als nächstes. Und du kannst dir schon mal in Richtung Fisch. So, und dich schicken wir auf jeden Fall hier hoch. Da brennt ein Wald. So. Ist doch erstmal alles okay. Partner übrigens. Wir mussten damit rechnen. Ihr seid eine Schande für euer Volk. Ihr sprecht mit gespaltener Zunge und spuckt Gift. Denunziert euch. Eure Grenzen sind nah im Gebiet dieses Oberhaupt. Ja, wir haben auch ein bisschen Land geklaut. Ich glaube, das ist alles nicht so... Übrigens, Titterseite, das hier nicht, das Feld. Das finde ich auch Schaffe spannend. Schaffe mit dem Herzen, baue mit dem Geist. So. Terrakotta-Armee und Sägewerke. Zwei Sachen, die ich besonders gut finde, dass wir sie bauen können. Einmal können wir Räucherwerk an die gute Französin noch verkaufen. Das machen wir. Gibt uns ja nochmal ein bisschen Geld. Und, genau, wir können Sägewerke produzieren. Auch das ist, glaube ich, eine Ebene, ne? Nur mal kurz zu gucken. Wälder. Ist kein Hügel, ne? Grasland. Zack. Massenproduktion, großen Fortschritt gemacht. Wir machen nochmal in Mainz ein bisschen Produktion. Es gibt natürlich nochmal einen Widmungsbonus und nochmal einen Zeitalterpunkt. Räucherwerk haben wir jetzt schon verkauft. Alles gut soweit. Flussüberschwemmung verhindert. So, jetzt folgendes. In Magdeburg wollen wir kaufen. Eine Kaserne. Die Kaserne kaufen wir. Und dann bauen wir die Terrakotta-Armee. Und jetzt kommt unser guter Freund Imhotep. Es gibt 7 Weltwunder. Yes. Die Terrakotta-Armee ist das 8. Jawohl. Das war mein Move, Freunde.
Einfach mal innerhalb von einer Runde Kaserne und Terrakotta haben wir gebaut. Das hat sich gelohnt. Und jetzt haben wir hier tausende Beförderungen für alle unsere Einheiten. Das macht es jetzt auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück cooler. Also da muss ich sagen, freue ich mich richtig drüber, dass das geklappt hat. Ich glaube, Zollstadt und Terrakotta-Armee zu bauen in einem Spiel ist schon eine sehr, sehr coole Sache. So, neue Technologie. Also, dann können wir uns jetzt ja wieder dem eigentlichen Spürzeln. Ich würde fast sagen, Stützpfeiler oder sowieso Pikeniere werden schon ziemlich cool. Wir hatten das ja schon mal geplant. Speerkämpfer zu Pikenieren auszubilden wäre das nächste, was wir gerne machen wollen. Auch gegenüber den Elefanten, Kavallerieabwehr und so weiter. Würde ich jetzt gerne angehen. Wir bauen natürlich, jetzt haben wir ja auch die ganze Küste hier noch voll bekommen. Also das ist auch nicht schlecht. Wir können den Leuchtturm zu Ende bauen. Das gibt uns nochmal Wohnraum und weitere Kapazitäten. Wir könnten noch weitere Bezirke bauen. Aquädukt soll noch gebaut werden hier. Brauchen wir im Moment nicht. Ich würde sagen, wir ziehen das erstmal den Leuchtturm durch. Und Heidelberg hat jetzt nochmal Optionen. Auch hier wäre das Aquädukt eigentlich meine favorisierten Bau. Wir könnten aber auch den Hafen bauen. Das wird uns auch nochmal... Ja, das mit dem Hafen würde uns mehr Gold bringen. Ne? Das würde auch nochmal den Handelsbezirk steigern. Aber das Aquädukt würde wiederum den Industriebezirk verbessern. Wir nehmen das Aquädukt wie ursprünglich geplant. Mainz, das singt und lacht. So, jetzt ist die Frage. Aquädukt ist fertig. Lager ist fertig. Industriegebiet könnten wir jetzt... Wir könnten tatsächlich die Hanse bauen. Hanse und dann Hafen. So, jetzt haben wir 250 Gold. Ich würde tatsächlich gerne versuchen, in Nürnberg jetzt noch das Monument zu kaufen. Einfach damit wir hier ein bisschen besser vorankommen. Genauso wie ich jetzt auch hier die Industrie bauen würde, die uns letztendlich noch ein bisschen höhere Glaubenserträge gibt. Aber vor allem mehr Nahrung und mehr Produktion hier an dem Standort macht diese Städte auf jeden Fall schon besser. Und dann heben wir uns die Handwerkerladung hier noch ein bisschen auf. Brauchen wir, glaube ich, im Moment nicht weiter. So, und dann können wir jetzt mal die ganze Beförderung machen. Komisch, der hat keine. Kriegen nur Nahkampfeinheiten eine Beförderung? Oh, das habe ich gar nicht gelesen, ne? Alle Nahkampfeinheiten, oder? Alle aktuellen Landeinheiten erhalten eine Beförderungsstufe. Aha. Aber warum kriegt denn der hier nicht keine... Weil er sich schon bewegt hat? Nein, der hat zum Beispiel keine bekommen. Ist da auch eine Landeinheit? Ach, abbrechen. Förderung verfügbar. So. Der kluge Civ-Spieler, und das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, denkt an die mögliche Fusionierung von Korps und später Armeen. Korps dabei wichtiger. Bedeutet folgendes. Wir haben ja zwei Bäume, mehr oder weniger. Wenn man hier mal auf die Förderung geht, sieht man das eigentlich sehr gut. Und der sich endlich hier zusammenschließt. Wir könnten also wiederum gucken, dass wir Punkt 1 unter Einheiten natürlich halten. Also, dass sie nicht sterben. Und zum anderen, dass wir eben gucken, dass wir immer so ein bisschen im Gleichgewicht aufleveln, und wenn wir die dann später fusionieren und gucken, welche Bogenschützer hat diesen oder welche Fernkampf hat diesen Baum und welche diesen Baum und fusionieren beide, dann kriegen beide oder kriegt dieser Korps von beiden Einheiten die Beförderungen. Übrigens ein ganz guter Tipp. Gerade beim Aufleveln wahnsinnig cool, dann super Einheiten zu haben. Also machen wir das hier genauso. Ich versuche jetzt mal alles umzusetzen, was ich so über die über die Monate gelernt habe. Und wir gucken mal, dass wir ungefähr mal eine gleiche Anzahl an Einheiten haben, damit das dann am Ende auch aufgeht. Also, wir haben jetzt, ich glaube, 5 Bogenschützen, das heißt, einer fehlt uns theoretisch. Ich würde dann einfach im Verhältnis 3:2 machen für die linke Seite, weil die ein bisschen stärker ist. Bei den Nahkampfeinheiten haben wir derzeit, glaube ich, 3. Auch da würde ich sagen, 2:1 zur stärkeren Seite. Gucken wir, dass wir vielleicht nochmal irgendwann eine Nahkampfeinheit bauen, dass das dann wieder aufgeht.
Und bei den Kavallerieeinheiten machen wir es genauso. Da haben wir drei Stück. Auch da können wir im Verhältnis 2 zu 1 das Ganze machen. Gut, das heißt, wir fangen mal an. Also, das werden wir jetzt diese Folge noch machen. Nahkampfeinheit, Schlachtruf. Ich würde gerne auch unserer Landsknecht würde ich gerne Schlachtruf geben. Ein Feld nach vorne bitte noch. So, und wo ist jetzt die dritte Nahkampfeinheit? Die war ja auch irgendwo. Da unten. Die bekommt dann die Schildkröte. So, dann machen wir das jetzt mit den Speereinheiten genauso. 1, 2, wo sind sie alle? 1, 2, 3. So, wir gucken mal, was ist stark. Kampfstärke gegen Kavallerie ist natürlich das, was wir wollen. Das heißt, das wollen wir zweimal verteilen. Ekelion und dann einmal das andere noch. Schub. Und das nächste ist bei den Bogenschützen. Davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich das richtig zähle. Und da wollen wir es im Verhältnis 3 zu 2 machen. Wir nehmen auf jeden Fall Salve. Der kriegt auch Salve. Der kriegt auch Salve. Und die anderen beiden Einheiten bekommen Garnison. Dann haben wir es, glaube ich. Dann können wir aber auch noch unsere Belagerungseinheiten aufbessern. Ich glaube auch der Rambock könnte. Der Rambock glaube ich nicht, aber das Katapult kann. Wo ist das denn jetzt inzwischen abgeblieben? Da. Das schicken wir erstmal einen Schritt weiter. Da haben wir nur eins und dann nehmen wir natürlich kann nach Bewegung angreifen, ist schon sehr stark. Kampfstärke bei Verteidigung. Mannschaftswaffe. Ist, glaube ich, besser. Wir wollen das nicht gegen Landeinheiten einschicken, aber Kampfstärke bei Verteidigung ist besser. Weil meistens wird das ja angegriffen und ich glaube, eine bessere Abwehr ist nicht schlecht. Wir wollen wieder Landeinheiten damit platt machen. Marineeinheiten, sondern diesen rechten Baum finde ich etwas besser als den linken Baum. So. Wir haben wieder das Problem, wir müssen in Aachen was bauen. Wasserturm ist fertig. Ihr seht schon, ein bisschen hat es was gebracht. Wir sind ein bisschen besser geworden vom Wachstum her. Ist immer noch wenig, aber es ist okay. Wir könnten überlegen, noch weitere Einheiten zu bauen. Also auf der einen Seite bräuchten wir eigentlich noch weitere Speerkämpfer. Also einen weiteren Speerkämpfer könnten wir noch gebrauchen, um wieder eine gerade Zahl zu haben. Wir brauchen auch noch eine weitere Nahkampfeinheit und ich sag mal, eine weitere Fernkampfeinheit wird jetzt auch nicht schaden. Also allgemein ein paar mehr Einheiten wäre nicht schlecht. Wir könnten auch noch ein zweites Katapult bauen. Wäre auch nicht verkehrt. Ich meine, mit zwei Katapulten geht es dann auch echt fix. Ich würde sagen, lieber noch ein zweites Katapult. Das schadet auf jeden Fall nicht. Falls das andere auch flöten geht, ist das schon deutlich angenehmer dann im Kampffall. So, was machen wir mit dem Handwerker? Der kann da erstmal bleiben. Ist, glaube ich, auch der Rambock jetzt, der hier gerade angezählt wird. So, sitzt alles soweit eingestellt. Imhotep ist aufgelöst. Schiffe sind unterwegs. Leuchtturm wird gebaut. So, jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden. Wie geht's weiter? Haben die Franzosen denn die. Also, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Also, die Söldnerkarte verschafft uns auf jeden Fall noch Landsknechte und Armbrustschützen. Ich würde sagen, wir sollten diese Sache noch abwarten. Des Weiteren bekommen wir mit einem gewissen Push. Das schaffen wir nicht ganz, aber wir haben auch die Möglichkeit, bald in diese Militärtaktik zu kommen und Pikeniere zu haben. Ich würde gerne, glaube ich, auf jeden Fall die Armbrustschützen haben und auch die Landsknechte. Ich würde nicht unbedingt mit Barbaren angreifen wollen. Sprich, ich würde die Söldnerbewegung noch abwarten. Das sind 5 Runden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schlechter dastehen als vorher. Und man darf nicht vergessen, Eleonore von Aquitanien hat, glaube ich, noch Krieg, aber sie sieht nicht mehr so frisch aus wie noch am Anfang. Und ich würde das Geld jetzt versuchen, erstmal zu sparen und dann mit den Einheitenverbesserungen eben schnellstmöglich Armbrustschützen und die Landsknechte zu machen. Ich glaube, das ist schon auch sinnvoll. Die können aber natürlich noch ein bisschen mehr als was jetzt passiert. Ja, lass uns das auf jeden Fall abwarten.
Also rein kriegstechnisch würde ich da jetzt nicht reingehen mit dem, mit der Maßgabe. Wir können nochmal gucken, ob wir ein bisschen was verkaufen können. Offene Grenzen sowas ist im Moment nicht. Wobei hier doch Mali müssten wir eigentlich offene Grenzen verkaufen können. Da haben wir nämlich keine mehr. Wir offene Grenzen. Das wäre nötig, einmalig ein Gold. Das wäre wichtig, weil wir wollen natürlich gerne auch da durchlaufen gleich. Okay, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall viel geschafft in dieser Folge. Und als kleine Info für euch, die Folge kommt jetzt, also für euch, wenn ihr die Folge guckt, ist wahrscheinlich frühestens Freitag. Also wie gesagt, Freitag kommt die Folge raus. Ich nehme jetzt noch im Anschluss direkt eine weitere Folge auf, weil ich am Wochenende wieder unterwegs bin. Und ich möchte natürlich, dass ihr weiterhin nicht auf Civ-Content verschieben müsst. Ich komme auch erst am Montag wieder, ist das nicht erst Sonntag. Damit ihr am Sonntag um 10 Uhr zum Frühstück eine weitere Folge Civ kommt, schauen könnt, nehme ich jetzt gleich nochmal Schluss eine weitere auf. Das heißt, ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage euch dann in der nächsten Folge gleich wieder Hallo. Für euch dauert es ein bisschen, je nachdem, wann die Folge guckt. Und ich wünsche euch mal an der Stelle ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.